Okay, jetzt geht es um das Spielelement Aktion. Das tönt ein wenig kompliziert, ist aber eigentlich gar nicht. Die Figur kann ja bis jetzt laufen in beide Richtungen und springen. Und wir haben ja zum Beispiel auch Hindernisse, die wir eventuell irgendwann mal kaputt schlagen wollen. Also brauchen wir irgendeine Aktion der Figur. Als erstes kümmern wir uns mal um das Aussehen. Ich gehe zu den Kostümen und ihr seht, da habe ich schon so drei Boxschläge drin. Wie man solche Bilder reinkriegt, zeige ich euch schnell. Ich gehe dann ans Ende, gehe auf meine Festplatte und ich habe da die Bilder vorbereitet. Box 1, 2, 3, die sehen so aus. Ich nehme da mal Box 1 und schon habt ihr ein quasi neues Kostüm. Die bringt ihr dann die Kostüme, die ihr importiert, in die richtige Reihenfolge. Gebt denen auch eindeutige Namen. Hier ist das quasi Frame 7, 8, 9 oder der Name Box 1, 2, 3. Und diese Elemente kann ich jetzt in den Skripten ansteuern. Zum Beispiel, ich gehe zu den Ereignissen, wenn ich die Leertaste gedrückt halte. Wechsle doch zu Kostüm. Aussehen müsste ich da nehmen. Wechsle zu Kostüm. Box 1. Sehr schön. Dann nimm das nächste Kostüm mal. Das wäre ja Box 2. Und nochmals das nächste Kostüm. Und wenn ich das Spiel jetzt starte. Ich gehe zuerst noch einmal und die Leertaste drücke, sollte eigentlich die Figur jetzt boxen. Passiert noch nicht viel. Was könnte das liegen? Eventuell geht es einfach zu schnell. Ja, das geht zu schnell. Also muss ich zwischendrin ein Warten hineinprogrammieren. Wechsle zu Kostüm. Jetzt nehme ich das nächste Kostüm. Und jetzt, wenn ich die Leertaste mache, Kostüm 1, Box 1, Kostüm Box 1, warte eine Sekunde, Box 2, warte eine Sekunde, Box 3 wäre das jetzt. Und jetzt ist es natürlich viel zu langsam. Ich nehme mal die Zeit ein wenig runter, 0,2 Sekunden. Vielleicht ist das nicht gut, das sehen wir jetzt. Ah, nicht schlecht, glaube ich. Gut. Jetzt Boxen ohne Sound wäre natürlich schlecht. Miau brauchen wir nicht, Rattle auch nicht. Jump hatten wir schon mal, Punch Sound ist da drin. Jetzt habe ich noch keinen Sound. Kommt er jetzt? Ja, das tönt gut. Ein ganz klein wenig abschneiden am Anfang. Das Ende brauche ich nicht so lange. Gut. Ich gehe zu den Skripten und sage Klang, Spiele. Klang, Boxen, Punch Sound. Ist natürlich jetzt am Schluss, ist nicht okay. Ich nehme den an den Anfang. Nicht. Irgendwie. Vielleicht da. Wie wäre es mit hier? Das passt mir ganz gut jetzt. Ist es so wie synchron zum Bild? Okay. Eine nächste Funktion oder eine Aktion besser gesagt könnte, hier habe ich schon Bilder drin, Frame 1, 2, 3, das ist so ein Swoosh-Karateschlag oder so. Könnte man jetzt analog dem programmieren. Wir haben jetzt ein kleines Problem jedes Mal. Wenn nicht, ich kopiere das einfach mal, duplizieren für den Wusch. Nehme eine andere Taste, vielleicht S. Für Swoosh
da es Frame 1, 2, nächstes Kostüm, dann dupliziere ich das mal, drücke jetzt die Taste S. Okay, das mit dem Sound ist natürlich völlig falsch. Ich nehme den mal raus. Wie viele Frames habe ich da schon wieder? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 und noch 1, 5. Okay. Ein anderes Sound. Ich nehme den auch mal hier rein. Schauen. Wusch Sound. Das ist, glaube ich, das, was ich... Ui. Das ist jetzt nicht so okay. Weil der Sound spielt jetzt ganz ab und die Bewegung kommt erst am Ende. Was könnten wir da machen? Ich nehme den nochmals weg. Wusch. Vielleicht mache ich den einfach später. Ich habe jetzt das Element Spiele Klang ganz. Vielleicht nehme ich da das andere Soundelement. Wow. Perfekt. Gut, jetzt zum Problem. Wenn ich Leertaste drücke, S drücke, spielt den ganzen Block einfach bis zum Ende durch. Das heißt, wenn ich jetzt Leertaste und S-Taste drücke, oder noch extremer, S und dann Leertaste. Also es ist irgendwie einfach, die Profis würden sagen, es laggt. Es gibt eine Funktion in Scratch, die nennt sich Broadcast. Mit Broadcast kann ich ein laufendes Skript quasi einfach im Betrieb in neu ansteuern. Ich nehme die Blöcke hier mal weg, schmeiße diese da weg und... Ups, nein, das hätte ich nicht machen sollen. Also wenn ich die Leertaste drücke, sende an alle, zum Beispiel Boxen. Ich könnte da auch eine neue Nachricht machen. Ich sage dir mal Box. Sende an alle Skripte, die da irgendwo im Game laufen, Box. Wenn ein Skript jetzt irgendwie Box versteht, zum Beispiel mit dem da, wenn ich Box... Ja, jetzt macht es das schon. Wenn ich Box empfange, dann macht dieses Skript. Wenn ich ein zweites Mal Box empfange und dieses Skript noch nicht zu Ende gespielt ist, mach's einfach neu. Das wäre das, was ich mir wünschen würde. Stimmt das? Wenn ich jetzt Leertaste mache, sende Box an alle. Wenn ich Box empfange, mach das Ding. Egal, wo du steckst im Moment. Ja, ihr hört am Sound. Wenn ich mehrmals drücke, kommt dieser Sound. Okay, scheint zu funktionieren. Jetzt mache ich das für die S-Taste. Merci. Wo ist S? Da. Sende. Slash an alle. Wenn ich Slash empfange. Kommt gut. Okay, wenn ich Slash drücke jetzt, ich kann das auch schneller drücken. Ihr seht es an der Figur, wenn ich schnell bin, das Skript startet immer wieder neu. Der Sound kommt ja später, hier. Aber ihr seht es am Skript. Und es unterbricht auch die andere Figur eigentlich, die andere Abfolge. Gut, und mit diesen Aktionen kann ich jetzt etwas anstellen, zum Beispiel ein Hindernis zerschmettern.